Ich bin's, Blue. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprachnachrichten TV und Kids Shows Reloaded. Wir haben immer noch keinen richtigen Titel für dieses Format Doch, gefunden. Kids Shows Reloaded ist ziemlich okay, gut. Ist international, klingt fancy, klingt englisch. Wir werden es so nennen. Wir werden heute die nächste Kindersendung anschauen, unsere Kindheit. Heute ist was dran, Adi? Was schauen wir heute? Heute schauen wir Blau und Schlau an. Blues Clues genannt in England. Ist englische Serie, oder? Ich glaube amerikanisch. Ich glaube amerikanisch, wirklich. USA, ja. Yeah. Okay. Lief von 96 bis 2006, knappe 10 Jahre. Also schon, auch wieder knapp 10 Jahre her. Traurig eigentlich, denn ich muss sagen, im Gegensatz zu Teletubbies war Blau und Schlau. Blau und Schlau. Klingt aber auch ein bisschen. Blau und Schlau sind halt auch viele Studenten, ne? Ja. Pseudo-Studenten. Auf jeden Fall, ewig nicht reingeschaut. Heute schauen wir rein. Wir schauen die erste Folge aller Zeiten. Essenszeit mit Steve. Es gab irgendwann mal einen Wechsel. Sorry, okay. Es gab irgendwann mal einen Wechsel der Darsteller von Steve auf seinen Bruder. Also in der Serie auf seinen Bruder zu Joe. Er ist sein Bruder. Steve. Joe. Und Joe übernahm die Rolle dann später, weil Steve keinen Bock mehr hatte. Steve Urban hieß er, glaube ich, ein echter Schauspieler. Sieht mittlerweile wie ein abgefuckter Musiker aus. Wir müssen mal nachher mal ein Bild einblenden und einen Musikclip. Auf jeden Fall war Steve der coolere von beiden. Und auch mein Kindheitsheld in Paarung mit der Hündin-Hund Blue. Man weiß nicht genau, was es ist für ein Geschlecht. Ich glaube, sie war weiblich, weil sie sich immer sehr an Steve rangemacht hat. Auch wenn es ein Hund war, ein blauer. Alle Hunde machen sich an Herrchen ran. Okay, ich weiß aber nicht, was bei dir zu Hause abgegangen ist, aber. Okay, wie gesagt, erste Folge, wir schauen da rein. Ich habe seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in den letzten Tagen. Nee. Deswegen vollkommen. Es ist eigentlich wie beim ersten Mal gerade. Wir haben alles verlernt, wir müssen uns wieder rantasten, schauen, ob wir auch die Hinweise finden können, weil in dieser Serie geht es darum, Hinweise zu finden. Mhm. Man muss spitzfindig sein. Man muss. Wie in alle Kinderserien müssen wir Hinweise rausfinden. Man muss ein bisschen Sherlock in sich haben. Und deswegen fangen wir einfach mit der ersten Folge von Blue's Clues an. Hallo Kinder, ich bin Steve. Okay, warte mal kurz. Wie zur Hölle passt dieser große Mensch in dieses Haus rein? Er steht, guck mal, er bräuchte ein bisschen raus, normalerweise wäre er so groß. Das ist absolut. Das Krasse ist, wenn die dann reingehen mit der Kamera, dann ist das Haus so ein Villa. Ja, ja, stimmt, das sehen wir gleich. Es ist einfach, guck mal, es ist einfach, das ist die Obdachlose beneiden nicht mal ihn dafür, dass er ein Haus hat. Die haben mehr Freiheiten als er in dieser scheiß kleinen Hütte. Ja. Plus, er hat ein creepy motherfucking Postkarten-Ding hier vorne stehen, mit dem Gesicht, was nur am Lächeln ist. Was nicht ganz normal ist. Oder hat dein Postding? Deine Postding kommt doch rein ins Haus. Geht er nicht? Ach, fuck, stimmt. Er kann sich bewegen. Das Hast ist ein Fußweg. Schnuffelhund? Da ist sie doch! Oh. Die haben gesagt, da ist sie doch, bevor sie überhaupt da war. Genau, zu geil. Komm doch rein! Kannst du doch Ball spielen, dieses scheiß Ding? Was zur Hölle? Das wischt sie keine Miene. Gesund ist gut. Hier seid. Der hat ein Bild von seinem Haus. Das ist nicht sein Haus. Achso, ist ein anderes, ist ein Nachbars Haus. Sieht wie so eine Farm aus. Ja, aber ich glaube, ist ein realistisches Bild. Sieht so aus. Weißt du, was auch realistisch ist? Das dass er sich gerade Heroin gespritzt hat mit diesem Blick hier. Hi, komm, wir finden Hinweise in meiner animierten Welt. Und er ist auf einem Ding. Auf einem Laufband? Glaubst du wirklich, er ist auf einem Laufband? Ich glaube schon. Weil er lang nicht. Das sieht nicht so aus, als wäre er drin. Blue? Was ist das für ein Bild? Ist das ein Kind mit einer Eiswaffel? Und wenn ja, wieso ist diese Eiswaffel genauso groß wie das Kind? Eine ganz, ganz große Eiswaffel. Und wieso zwinkert mir Blue zu? Dieser perverse Schweinehund. Und er ist immer noch auf Drogen.
Alter, bist du blind? Steve, Mann. Warum machst du das so mit der Hand? Blue, was soll denn das werden? Na komm schon. Wenn meine Mutter sehen würde, dass der Hund am Tisch ist, würde die durchdrehen. Keine gute Erziehung für zukünftige Hundebesitzer. Zeit für einen kleinen Imbiss. Es gibt leckeres Vollkornknäckebrot. Vollkornknäckebrot? Aka Heroin. Ich hab schon alles rausgeschmissen. Wir haben Vollkornknäckebrot, wir haben Teller und wir haben Servietten, wir... Nein? Wir haben doch noch nicht alles rausgestellt? Also, was habe ich vergessen? Was fehlt denn hier noch, Blue? Okay. Oh, shit. Er ist richtig panisch geworden. Das ist also der erste Hinweis in Steves Leben. Woher weiß Steve überhaupt, dass es ein Hinweis ist? Ist das der erste Hinweis in dem Leben von Blue's Clues? Wieso die machen die ganze Scheiße immer durch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen RTL und die sollen mal die ganze Scheiße filmen. Okay, wir spielen Blau und Schlau. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe Blau und Schlau. Leute, wir spielen jetzt Blau und Schlau. Das ist unser Lieblingsspiel. Ja, seid ihr soweit? Na dann los. Ups. Hätte ich fast vergessen. Das sollten wir jetzt erstmal wieder sauber machen. Alter, hört sich wie ein fucking Verrückter an. Warum? Guck mal. Seine Augen. Seine Stimme. Ist ja nicht Originalstimme, aber... Hat sich richtig heroin. Der Synchronsprecher wohnt in Köln sogar, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht drauf. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber Matt irgendwas. Nee, John. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wohnt er in Köln. Wir können ja mal, wir können ihn ja mal treffen. Was für ein Putzfilm musst du eigentlich haben, dass du sofort diesen blauen Fleck wegwischen willst? Obwohl, du kennst dich ja ganz gut aus, glaube ich. Also ihr wisst doch noch, Blues Putenabdruck ist auf den Hinweisen. Blues Hinweisen. Hey! Und was brauchen wir noch für Blau und Schlau? Unser kleines das ist Notizbuch! Notizbuch, okay, richtig, kommt mit! Blau und Schlau, ich bin schon ganz aufgeregt. Oh. Wieso muss eigentlich immer alles im Gesicht haben, ja, Alter? Alle Gegenstände aus das Telefon jetzt. Wieso lebt, guck mal, das ist, wieso lebt das Telefon nicht? Wieso hat das Telefon kein Eigenleben verdient, aber in diese scheiß Schublade? Weil Telefon. Du könntest Leute anrufen. Telefon, ja. Das ist einfach das nur. Schon das ist schon diskriminierend, ehrlich gesagt, dass du bestimmte Sachen nicht mit Gesichtern ausstattest. Oh. Ja. Wisst ihr, ich weiß jetzt schon, dass ich heute eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue noch zum Essen fehlt. Wollt ihr mir helfen? Ja, wirklich? Toll! Wir suchen einen Botenabdruck. Hinweis Nummer 1. Dem malen wir ins Notizbuch. Und was spielen wir jetzt? Blau und Schlau, Blau und Schlau. Noch ein Fotenabdruck, Hinweis Nummer 2. Der kommt ins Notizbuch. Und was spielen wir dann? Blau und Schlau, Blau und Schlau. Wir suchen noch ein Fotenabdruck, Hinweis Nummer 3. Den malen wir ins Notizbuch. Ihr wisst jetzt, wie es geht, Leute. Blau und Schlau, Blau und Schlau. Wir sitzen im Nachdenksessel und denken, denken, denken. Wir strengen uns etwas an, gehen Schritt für Schritt voran. Ruhig Blut, nur etwas Mut. Dann wird alles gut. Kommt mit. Sag mal ernsthaft, wenn du einen Pädophilen einkleiden müsstest, dann wär's doch 1:1 genauso. Wie meinst du's? Wenn du jetzt einen Pädophilen einkleiden müsstest, ja, dann wär's doch genauso. Das ist ein Pädophiler. Das ist der Gegner dann, ja. Danke. Wir suchen Danke. Nach Blues Hinweisen. Wir suchen nach Blues Hinweisen. Der läuft immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch auf dem Laufband. Der läuft wirklich. Nein, der läuft nicht. Guck mal. Das Haus gibt's aber nicht. Ich frag mich, wo. Stopp, das ist ein Hinweis. Ich hab ihn zuerst gefunden. Der Becher. Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh. Oh, habt ihr. Was ist das für ein Bild eigentlich? Was tragen die da hinten? Ist das. Ist das, das und, ja, aber was ist das hier? Ist das, sind Traube. Das, ist das Trauben? Oder Illuminati? Was, warum? Aber lieben beide Trauben? Mag nur einer Trauben, weil er lächelt und sie nicht? Oder stehen Trauben für was anderes?
Wer das gemalt? Ist das aller Steve gemalt? Das ist ein erwachsener Mann, der immer noch nicht besser malen kann als ein Zweijähriger oder was? Ein Hinweis gesehen? Wo? Wo ist der Hinweis? Ich kann keinen Hinweis sehen. Da gibt es ja nicht mal Mühe. Oh. Oh. Ein Hinweis. Aha. Und woher? Er kann den aus der Perspektive doch gar nicht sehen. Ja. Der Profi, ey. Ein Hinweis ist? Genau, weil Blues Pfotenabdruck drauf ist. Das er weint gleich. Diese Hände. Blues Hinweise. Und was brauchen wir jetzt? Das Notizbuch! Ja! Wir brauchen unser kleines, dickes Notizbuch! Ich bin der Meinung. Gut, ein großer Kreis. Also, ich bin der Meinung, dass man sich 3 Gegenstände merken kann. Ich glaube, pro Folge gibt es irgendwie 4 Hinweise oder sowas. Ich bin der Meinung, man kann sich die merken. 2 Linien für die Seiten, eine Linie für den Boden, noch 2 Linien und schon haben wir einen Becher. Was? Das geht nicht. Einen Becher kann man nicht essen. Hey, Blue, du Bitch. Denkt ihr, Blue will einen Becher, weil sie will, dass etwas reinkommt? Ja. Dann lasst uns suchen. Bestimmt gibt es noch mehr Hinweise von Blue, damit wir rausfinden, was sie essen will. Kommt los. Ey, das ist typisch Frau. Sie kann nicht klar sagen, was sie essen möchte. Ich gebe dir 4 Hinweise. Vielleicht kannst du selber rausfinden, was ich essen möchte. Ey, voll anstrengend, die Frau. Blue. Alles hat Gesichter. Aber Gesicht. Außer die Schublade ist wie so die Schublade ist kein Gesicht. Wir dürfen nicht in einem Raum zusammen sein. Irgendwo du? Wo? Unter dem Bett. Oh, unter. Gut. Danke. Danke. Kinder. Kinderstimme in meinem Kopf, danke. Ich sehe Blue nicht. Hör auf mir zu zwinkern, du Luder. Wie er zuguckt, Alter. Jetzt rape ich dich. Und er so, oh, dead ass, doch. Das Bett ist auch richtig geil. Da passt er nicht mal rein, ey. Das ist zweidimensional, das Bett. Sind das hier Mensch-Ehrlich-Nicht-Figuren, die dafür genutzt wurden? Die Position gefällt mir nicht. Oh fuck. Alter. Teleportieren, ey. Kann der sich. Die sich. Okay, der Hund kann jumpen. Kannst du jumpen? Jumper, ja. Das ist keiner. Was war das? Ich habe auf dich gewartet. Du bist mit dem Bild von meiner Familie noch nicht fertig. Wow. Wollt ihr Blue helfen, das Bild fertig zu malen? Toll. Und dann suchen wir weiter nach Blues Hinweisen. Okay. Das Telefon soll gelb sein. Zeigt ihr Blue welche? Ich glaube, Blue will einen langen Rüssel zum Frühstück essen haben. Nochmal der Gag. Ich glaube, Blue will einen langen Rüssel zum Frühstück. Ja, gut, ist die Farbe gelb? Nein! Ja, das ist gelb! Naja, das ist schon ziemlich abgelaufenes Gelb, ne? Ich danke dir vielmals. Gut gemacht. Hallo Mom, das ist wirklich klasse. Blue, können wir den Elefanten mit dem ganz langen Rüssel jetzt pink malen? Zeigt ihr jetzt Blue die Farbe pink? Nein. Nein. Nein, Mom. Nein. Das ist pink. Du musst das, du wirst das, ey. Vielen Dank auch. Wie geht's dir denn so, Bruder? Bruder?
Wie okay, geht's dir so, Bruder? Läuft so am Nacken. Ich hab jetzt ein paar Nüsse. Du musst einen Sonnenblumenkern hinlegen. Vielen Dank. Es werden auch nicht weniger Nüsse, ne? Was für eine tolle Malerin, unser Fehler. Natürlich auch gut. Blue, wo bist du? Okay, ich übertreibe gerade. Boah, da hat er mal geklingelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es deswegen der Fall war, weil es so laut war oder weil es endlich mal jemanden gab, der angerufen hat. Oh mein Gott, jemand ruft mich an. Nach 10 Jahren. Siehst du, war das gar nicht? Das Telefon klingelt. Danke für die Info. Hallo? 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 Ihr sind Monsieur Salz. Und Madame Pepper. Das sind meine guten Freunde, Monsieur Salz und Madame Pfeffer. Hallo, Monsieur Salz und Madame Pfeffer, wie geht's? Richtiger Freund hat er auch nicht, oder? Er spielt mit Salzstreuern. Geht es Ihnen gut? Gut, aber Blue ist in der Küche. Und bringt alles durcheinander. Oh oh, vielen Dank. Sie bleiben, wo Sie sind. Wir sind gleich da. Ich finde, das ist ja ein krasses Problem der heutigen Zeit, dass man zu faul ist, rüberzugehen und Bescheid zu sagen, selbst wenn die Person im gleichen Raum ist oder im gleichen Haus und lieber anruft. Generation WhatsApp von damals bei Blues und Clues. Blues Clues. 1996, die haben es schon vorher gesehen. Ihr kommt doch mit und helft mir dabei, oder? Das macht ihr toll. Also dann, wir müssen dringend in die Küche. Ganz schnell. Da läuft's immer noch nicht. Jetzt lernt ihr meine Freunde Monsieur Salz und Madame Pfeffer kennen. Die werden euch gefallen. Wir gehen jetzt in die Küche, um meine Küchenfreunde kennenzulernen. Ja. Die hier ist wieder die Traumfrau. Hallo Monsieur Salz und Madame Pfeffer. Hallo Steve. Hallo Steve. Oh, hey. Blue. Was hast du gemacht? Blue hat die Einkaufstasche ausgeschüttet. Ja, das hat sie getan. Wow, wow. Wow? Ja, das ist eine gute Idee, Blue. Zuerst. Lass mich kurz mit meinem Hund reden. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow? Ah, Blue, ich wusste es. Jetzt räumen wir das wieder auf und dann suchen wir weiter nach Blues Hinweisen. Ich denke, wir werden eure Hilfe brauchen beim Wegräumen der Lebensmittel. Okay. Okay. Fangen wir mit unsere. Dem großen runden Kreis an. So sieht der aus. Oh. Mrs. Salz kriegt den Mund aber ziemlich weit auf. Der Gangs. Okay, ein Kreis. Ich sehe keinen Kreis. Alter, bist du. Könnt ihr fuck, mir den Alter. Kreis zeigen? Das ist die Orange. Wieso jetzt zuerst der Kreis? Toll! Toll! Und jetzt räumen wir das Quadrat weg. Das sieht so aus. Oh. Ein Quadrat mit seinem Mund hat er gerade gemacht. Er wollte es auch versuchen gerade. Ja, aber geht nicht. Ich krieg das nicht hin. Okay, okay, okay. Okay, ein Quadrat. Ich sehe kein Quadrat. Könnt ihr mir das Quadrat zeigen? Da ist es, das da. Der Käse. Da Käse. Oh, da komm. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt räumen wir noch das Rechteck weg. Das warum haben Sie französischen Akzent? Denk mal nach. Aus. Gut. Ich kann kein Rechteck sehen. Welche Art des Down-Syndroms hat Steve eigentlich? Das sind zwei Sachen auf dem Tisch. Und eins ist ganz klar kein Rechteck. Also selbst wenn man nicht weiß, was ein Rechteck ist, kann man durch ein Ausschlussverfahren rausfinden, was ein Rechteck ist. Ja, als Kind würde ich mir komplett verarscht vorkommen. Da liegt es doch, der Keks. Du bist dumm, Steve. Warum kommt der Crack an den Kühlschrank? Ich weiß nicht, damals vielleicht, aber man... Wieso kommt Crack an den Kühlschrank? Guck mal, die freuen sich. Wir sind ja noch... Ha, Steve, du Idiot, den kannst du auch draußen liegen lassen. Toll! Ja. Toll! Und jetzt räumen wir das Dreieck weg. Das sieht so aus. Das ist alles unrealistisch, weißt du warum? Weil Salzstreuer
drei Dinge hat, Löcher, und Pfeffer auch drei. Eigentlich hat Pfeffer nur weniger. Was sagt das? Gibt es eine Norm dafür, dass ein Pfefferstreuer nicht so viele Löcher haben darf wie ein Salzstreuer? Ja, ja. Ich finde, die zwei sehen aus wie so aus South Park, zwei Charaktere. Die können auch Terrence und... Die können direkt Terrence und, wie heißen die beiden? Terrence und... Und ein Dreieck hat er auch gut mit dem Mund hingekriegt. Ach, fast ein Dreieck. Fast ein Dreieck. Ein Dreieck. Hm. Schwierig. Super viel ich sehe kein Dreieck. Super viel auf dem Tisch, Alter. Dreieck zeigen? Da, siehst du nicht. Die Weintrauben von siehst du nicht. Was für ein Kühlschrank ist das eigentlich, dass da vier Sachen in diesen Kühlschrank passen, der ist voll? Und wer ernährt sich von diesen vier Sachen? Orange, Trauben, Cracker. Wer heißt der nochmal? Und was war das letzte? Und Käse. Wer ernährt sich davon? Eine Woche lang. Ich nehme an, der geht nicht jeden Tag einkaufen. Wenn doch. Hey, danke für eure Hilfe. Und dank dir auch. Den Tag lassen wir lieber los. Wow, seht euch den Kühlschrank an. Oh, was geht das ab? Oh, shit. Hä? Tripping. Den Tripping. Oh, ein Haus. Aber warum? Das hat gar keinen Sinn ergeben. Ich weiß gerade nicht, warum. Ich weiß war das ein Hinweis? Oder? Nee, so, what the fuck happened? Oh nein. Blue, die Strohhalme liegen ja hier überall rum. Wie wär's, wenn wir sie in den Becher tun? So, und schon sind die Strohhalme schön aufgeräumt. Oh, fuck. Ich hab was gesehen. Ich hätte es nicht gesehen, wäre da nur ein Pfotenabdruck drauf gewesen. Aber da, deswegen, weil drei drauf sind, habe ich es auch gesehen. Wo? Wieso lebt dieser Strohhalm eigentlich? Ich sehe nichts. Kann es sein, dass alle Gegenstände eigentlich nur leben, um Steve zu verarschen? Das kann auch sein. Die geben nämlich direkt... Aber Becher hat nicht gelebt. Die sagen aber nie direkt, was Becher abgeht. Ja, aber es kommen auch einige Sachen, die leben. Und die verarschen Steve immer am Anfang. Vielleicht hat das den aufgehört. Aha! Wisst ihr was? Das ist der verrückteste Sturm, den ich gesehen habe. Da sind Blues Pfotenabdrücke drauf. Das muss einer von... Sehr kleine Pfoten hat Blue. Das passt auf den Strohhalm. Blues Hinweisen sein. Und jetzt, was jetzt? Wir brauchen unser kleines, dickes... Notizbuch. Alter, das ist ein richtiger Psycho gerade aus. Was brauchen wir? Notizbuch. Also dann. Das ist die Spitze, zwei kurze Linien. Hier kann man ihn knicken. Zeig mal voll lange Linien. Ja, rund, ne? Alter, was ist das für ein Strohhalm? Streifen. Das sieht wie eine fucking Pistole aus. Also, was will Blue noch zu ihrem Essen? Blues erster Hinweis war ein Becher! Richtig, ein Becher. Und das jetzt ist Blues zweiter Hinweis ein... Ein Strohhalm. Kann ein Shotgun sein. Irgendwas zu... Trinken! Richtig! In einem Becher mit Strohhalm. Tja, was soll... Aber in den Becher. Ihr wollt, dass wir erst den letzten von Blues Hinweisen suchen, weil es dann bestimmt einfacher ist, rauszufinden, was Blue noch will? Das ist eine gute Idee. Okay. Kommt mit! Blue! Da soll ich mir eine scheiß Leine kaufen, diesen Köter, ey. Der flitt den Hund jedes Mal. Da lernt er noch nicht raus. Ja, das ist frei. Post ist da! Die Post ist da! Ich krieg Post aus West und Ost. Ich freu mich tierisch und tanzlos. Und wenn sie kommt, schrei ich getrost. Er hat wirklich sehr selten Kontakt mit anderen Menschen. Er freut sich wirklich über jeglichen Brief, jeglichen Anruf. Und die Hand. Alter, der Hund dreht doch komplett aber gerade. Okay, ja. Post ist da. Was ist das für eine Privatsphäre, dass dieser Postkasten jedes Mal ins Haus reinkommt? Überleg dir mal, Steve hat eine Frau zu Besuch.
Und dann kommt dieser Postkasten rein. Steve, was machst du da? Und er kriegt ja Liebesbriefe von anderen Frauen. Ja. Er hat, glaube ich, keine Frau. Also wenn er jetzt eine Frau. Aber überleg dir mal, er hätte mal Frauenbesuch und denkt so, hey, endlich mal. Ach so, endlich kann ich mal Blues Clues verteilen hier. Und dann kommt der Postkasten reingeschlittert und sagt, hey, ich dachte, wir lieben uns. Was ist da? Ich bring dir die Post. Vielen Dank, Briefkasten. Ist mir ein Vergnügen. Wir haben einen Brief gekriegt. 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 Ich frag mich nur von wem. Von Apple. Hallo, Steve. Wir sind gerade beim Essen. Das ist ein Brief von Morgan, Perry und Brad. Weißt du, was wir am liebsten essen? Erdnussbutter und Äpfel. Guck mal. Wenn man Erdnussbutter auf Äpfel schmiert, schmeckt das wie... Ja, genau. Wie Erdnussbutter mit Äpfel. Oh, wie... Alter, guck mal, dieser Stift, das ist Blues. Alter. Das ist voll Meta-Ebene gerade. Ist er Steve als Kind? Der Blick hier so, gib mir auch ein bisschen, du Arschloch. Immer kriegst du alles. Apfelsaft. Die Apfelsaft, okay. Ich esse das so gerne, weil ich das selber machen kann. Strohhalm? Becher? Strohhalm, Becher? Der Blick? Blick? Ihr Blick? Wiedersehen! Hey, danke für den Tipp, Leute. Ist ein guter Tipp. Ey, Apfel mit Erdnussbutter ist ein typisches Gericht für den Stoner. Ja. Perfekt für Steve. Meine Munchies. Ich esse gern was zwischendurch. Ihr nicht auch? Ich esse gerne was zwischendurch. Ja. Nee, ich esse nicht so gerne. Eigentlich gar nicht. Wow! Was machst du da, Blues? Wow! Das gesehen? Blue ist direkt in das Bild von dem Bauernhof gesprungen. Das ist total cool. Hat einer sich Pilze genommen. Sieht auch ein bisschen wie ein Penis aus, ganz ehrlich, oder? Das sieht wie ein großer Penis aus. Und daneben ein Kopf. Hey, Blue will wohl, dass wir da auch reinspringen. Da drin ist Blue. Was Blue so kann, das können wir auch. Oh, Alter. Respekt. Wow. So ein toller Bauernhof. Kommt, wir sehen uns mal um. Er hat nicht mal auf den Bauernhof geguckt, ey. Das ist schon Inception-like. Ja, schon. Aber mit Bildern ohne Träumen. Eigentlich, also nicht so wie Inception, aber. Wir suchen nach Blues Hinweisen. Wir suchen nach Blues Hinweisen. Ja. Gary von SpongeBob. Wo ist Gary? Gary. Ja, ich weiß. Ja, mit einem Küken hier und einem Küken da. Küken hier und einem Küken da. Hier ein Küken, da ein Küken. Überall sind kleine Küken. Wie er hochspringt. Flappy Bird. Hört sich an, als will uns das kleine Küken was erzählen. Warte. Ah. Schade. Ach, oh. Mutter. Oh, ich hab recht damit gerechnet. Ich hab meine Hand immer so aufgehalten. Hallo, kleines Küken. Hallo, Steve. Kannst du mir helfen, meinen Freund zu finden? Okay. Aber wie sieht dein Freund aus? Mein Freund hat genauso einen Hut auf wie ich. Verstehst du? Na, wie wär's, wenn wir dem kleinen Küken helfen? Nein, können wir nicht. Wir haben Sachen zu erledigen. Wir müssen mal essen, Alter. Frühstücken. Wir wollen jetzt... Dritter Hinweis. Wir wollen seit einer Stunde frühstücken, ey. Wir wissen immer nicht, was ich essen soll. Ich hätte keine Zeit für Küken. Dann suchen wir weiter nach Blues Hinweisen. Nach Blues Hinweisen. Mein Freund hat genauso einen Hut wie ich. Seht ihr meinen Freund? Nein. 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 Nein, das voll genervt. Ja. Nein, lass mich endlich GTA 5 weiter spielen, du Wichser. Siehst du, du hast deinen Freund gefunden. Ja. Wir sehen gleich aus, oder? Danke, dass ihr uns geholfen habt. Gut gemacht. Und jetzt suchen wir weiter nach Blues Hinweisen. Hallo, könnt ihr mir auch helfen? Oh, come on, Alter. Fick dich, ich will dich finden, Alter. Ich will deinen Freund nicht finden. Na schön, wie sieht dein Freund denn aus? Mein Freund hat genauso einen Hut auf wie ich. Also, ihr seid voll kreativ, wir gucken, ey.
Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helfen könnt. Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helfen könnt. Seht, was ist das für Freunde, wenn man sich mal nicht erkennen kann innerhalb von einem Meter Radius? Das sind doch keine Freunde. Ja. Und wieso ist der denn getrennt? Wieso ist der schon wieder weg von seinem anderen Freund? Da kommt der jetzt wieder. Hey, ich habe meinen Freund wieder verloren. Nein. Oh, come on, du gehst rüber da. Ja. Jetzt weiter so vielleicht. Siehst du, jetzt hast du auch deinen Freund gefunden. Wir sehen gleich aus, oder? Danke, dass ihr uns geholfen habt. Gern geschehen, ihr beiden. Gut gemacht. Und jetzt suchen wir weiter nach Blues Hinweisen. Fick dich, Alter. Der Blick hat alles aus. Jetzt dreh ich aber durch, ey. Heute gibt's Hühnchen zum Frühstück, Alter. Du Bastard. Du Bastard. Du auch, ha? Huh? Du auch. Na schön. Wie sieht dein Freund denn aus? Mein Freund hat genauso einen Hut auf wie ich. Er hat genauso einen Hut auf wie ich. Richtig, das haben wir uns schon gedacht. Wollen wir ihm auch helfen? Seht ihr ihn? Oh, es ist schon schwierig. Oh, ich muss dir kurz überlegen. Ja. Oh, fuck. Wir machen jetzt, welchen nehmen wir? Welchen? Ja, warte mal kurz, ich weiß nicht. Aber es sind auch zwei Freunde, die auch. Ja, wir nehmen wir doch zusammen. Nein. Ja. Siehst du, jetzt hast du auch deinen Freund gefunden. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Das haben wir gern gemacht, aber... Wir sehen doch alle gleich aus, oder? Natürlich! Wie sieht deine Freundin denn aus? Naja, Blue ist ein süßer kleiner Welpe mit blauem Fell und... Meinst du etwa diesen albernen Hund auf deinem Kopf? Blue? Ja, da stellt sich die Frage, wie viel Blue wiegt. Ich meine, wenn er es nicht gemerkt hat, dann ist Blue vielleicht federleicht. Und vielleicht gibt's Blue gar nicht und Blue ist bloß eine Einbildung in seinem Kopf. Denkst du darüber nach? Lasst uns Blue suchen. Na kommt! Blue! Blue! Blue? Stopp! Gesehen? Was? Was? Hä? Ein Hinweis! Oh. Ihr seht einen Hinweis? Blues will eine Kuh trinken. Wir müssen die Kuh schlachten, Steve. Kuhblut. Wir wollen das Blut der Kuh trinken. Wo ist der Hinweis? Hinter dir! Schlachten wir jetzt? Endlich ein Lebenswesen. Diese Kuh hat ja überall Blues, Pfotenabdrücke. Und das bedeutet, dass diese Kuh wieder einer von... Von Blues Hinweis ist! Hey! Denkt ihr, Blue will eine Kuh zu ihrem Essen trinken? Nein! Also, hey, what the fuck, man? Es ist Zeit für unser... I dare you, motherfucker! Sieht wirklich ein schwarzer, wie eine schwarze Kuh aus, vom Blick her. What the fuck, man? Kleines, dickes... Notizbuch! Kleines, dickes Notizbuch, aber wir brauchen nur drei Blätter. Also, das zum Beispiel mein, auf der Kuh? Zum Beispiel auch mein Notizbuch im Auf. Er freut sich voll. Eine schöne Kuh. Der große Kreis ist der Körper. Die Striche sind doch nicht so geil. Das sind die Hufe. Und jetzt noch das Euter. Fertig ist die Kuh. Das Euter? Ist nicht der Euter? Klasse! Frag mich nicht. Hey, wir haben den Ausländer. Das bedeutet, wir können... Warte mal kurz, Investigativrecherche. Ob das der oder das Euter? Das Euter? Korrekturen.de. Duden, da gibt's auch an. Da gibt's auch an. Da gibt's das auch. Euter! Fuck, das heißt echt das Euter. Das Euter. Wir haben was gelernt heute. Ich hätte auch das Euter gedacht. Ja, jetzt nicht. Pause springen, uns in den Nachdenksessel setzen und darüber nachdenken, was Blue noch zu ihrem Essen will. Toll, gehen wir. Dun, 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 dun.
jetzt sitzen wir in unserem Nachdenksessel und denken nach. Also, wir wollen herausfinden, was Blue zum Essen dazu haben will. Blues Hinweise sind: ein Becher, ein Strohhalm und eine Kuh. Was will Blue zum Essen dazu haben? Oh, oh, oh! Denkt ihr, Blue will vielleicht die Kuh in den Becher stecken, um sie dann mit dem Strohhalm aufzusaugen? Nein! Nein, eine Kuh geht ja auch wirklich schlecht in einen Becher rein. Nicht lebendig. Du bist so dumm. Nicht lebendig. Aber wenn wir die Kuh in den Mixer stecken. Das ist nächster Vorschlag. Also, Kühe machen doch eigentlich. Mu. Richtig? Mhm. Kühe machen Mu, oder? Kühe machen. Ja. Milch. Genau. Ja, das ist es. Kühe machen die Milch, die wir trinken. Ja, das ist die Lösung von Blues Hinweisen. Blue möchte Milch in einem Becher und sie will sie mit einem Strohhalm trinken. Welcher Hund trinkt Milch mit Strohhalm? Das ist kein normaler Hundstief, Alter. Aber schon wenigstens an dem Punkt, wie wir Gedanken machen wir über meinen Hund. Wir haben es geschafft und haben Blau und Schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst, denn wir sind ganz schön schlau. Hey Blue, ich werde jetzt etwas Milch in einen Becher füllen, dazu einen Strohhalm und dann kannst du die Milch zu deinem Essen trinken. Jetzt haben wir alles, was du wolltest, Blue. Ich habe zwei Becher mit Milch und Strohhalm. Auf geht's. Alter, da muss er so krass spielen können. So, jetzt, Steve, stell dir vor, da kommt jetzt ein Hund und leckt dich ab. Der ganze Scheiß Stress. 3 Stunden lang nach Hinweisen suchen für einen fucking Schluck Milch, ey. Sag einfach, dass du Milch trinken willst. Also, wer da ist? Logisch. Sie leben auf einmal, okay. Richtig, ihr wisst doch noch, wie wir geholfen haben, sie auszumalen. Ich hab vergessen. Oh, seht doch. Es kommt alles zusammen. Essen fliegt durch die Luft, natürlich. Teil 2, Paranormal Activity mit Blue. Oh, kicken. Ich bin ein fucking Fest, Alter. Was für ein Tag. Hey, vielen Dank für eure Hilfe. Das war echt nett von euch. Hey. Nun sag ich euch Wiedersehen. Das beste Lied, glaube ich. Wollen sie jetzt gehen oder was? Mhm. Unsere Tipps waren blau. Da hab ich mich schon mal gefreut. Blau, so rätsel ich und du. Und mein Hund Blue. Ruhig Blut. Das, die Schublade hat einfach kein Gesicht mehr. Wo ist das Gesicht hin? Warum ist das Gesicht einfach weg? Weg. Aber wohin? Keine Ahnung. CGI. Was denkst du, warum das Gesicht weg ist? Okay. Wiedersehen. Mir fällt nichts ein. Wiedersehen. Alles gut. Alles super. Tracy Paige Johnson. Todd Kessler. Deutscher. Nee, Todd. Kessler aber. Steven Burns. Ja. Santa Leo. Aber ich muss sagen, ich fühle mich nicht ganz so dämlich wie nach den Teletubbies. Ich habe wenigstens gelernt, dass es das Euter heißt. Nicht der Euter. Mhm. Das ist auch was. Ich fand allgemein, Blues Klo viel besser als Teletubbies. Da sind sehr schöne Songs dabei. Und apropos Songs, der Schauspieler hier, Steven Burns, hat auch mal Musik gemacht. Beziehungsweise, das hören wir uns mal an hier. What I do on Saturday, Steven Burns. Ist das Steve, oder? Das ist Steve, ja. Das ist so typische Druffi-Musik, der hat eh gekifft. Ja, aber ja, Ding, und das Krasse ist, dass er seinen Namen einfach weitergenommen hat. Nein!
Er heißt so in echt. Aber nee, wie heißt er im Er heißt Steve in der Serie, aber er heißt Steve Burns in echt. Ja, sag ich doch. Ja, was? Da hat seinen Namen trotzdem als keinen Künstlernamen genommen. Ja, das ist keine. Nein, das war ja nicht seine Entscheidung. Das war die Entscheidung der Produktionsfirma wahrscheinlich. Okay, Steve Burns. Ja, davon gibt es 141 Folgen. Ist schon eine Menge. Aber auch genug. Ja, das sollte mal reichen. Also die haben schon fertig gemacht. Das ist ja, das ist schon seit 10 Jahren auf Air. Ich freue mich, wenn sie ein Comeback machen mit einer Katze oder so. Und Hund. Mit einem Hund wäre ganz geil. Ja. Was haben wir dazu gelernt, dass Hunde aus Strohhalm trinken können? Ich meine mit Katzen. Ich wollte gerade sagen, dass so ein Remake mit Katzen ganz geil wäre. Okay. Obwohl Katzen scheiße sind. Danke, dass du meine Gedanken weitergeführt hast. Oh fuck. Schwer zu sagen, ey. Ich würde sagen, es ist immer. Ich bin gerade ein bisschen leer im Kopf. Ich muss Hinweise suchen. Okay, war cool. Du hast gar keinen Bock mehr. Ich muss Hinweise suchen. Ja. Okay. Das war. Das war eine weitere Ausgabe von uns und Kids Shows. Was als nächstes folgt? Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal was nehmen, wo wir wirklich Bock drauf haben. Denn. Das war ganz schön witzig, fand ich. Das war schon witzig. Aber ein bisschen traurig. Ich will mal eine Kindersendung anschauen, die wirklich durch und durch gut ist. Okay. Also. Stay tuned und schaltet irgendwann mal wieder ein. Und habt ein schönes Wochenende. Kommt darauf an, wann wir so lang. Oder Montag oder Dienstag. Habt einen schönen Mittwoch. Habt einen schönen Tag. Habt einen schönen. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.